Einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Erfolgreicher Handel mit Kryptos. Das Ganze natürlich mit unseren zwei holländischen Jungs, Alois Matthijssen und Jan-Robert Schutte. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FXBlett hier heute Abend begrüßen. Ja, ich bin gespannt, was die Jungs mitgebracht haben, worum es heute geht. Und ich hoffe, Sie natürlich auch. Und von daher würde ich jetzt einmal direkt zum Risikohinweis springen, denn Sie kennen es alle. Jedes Webinar bei FXLED dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts von dem, was die zwei gleich erklären, analysieren oder handeln sollten, als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, ganz gleich, egal was passiert, Sie müssen schlussendlich immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg immer von unserer Seite zu sagen. Und dann würde ich jetzt mal hingehen und die Übertragungsrechte dem Jan-Robert geben. Ja, so. Danke schön. Du hast sie, wenn man sein sollte. Ich bin da. Viel Spaß, viel Erfolg. Ja, danke schön für die Introduktion und ich sehe auch einige Leute da drinnen. Und herzlich willkommen. Ich weiß, dass wir haben nicht gut geguckt. Diese Woche gibt es auch Fußball und deshalb auch deutsche Clubs müssen Fußball spielen vielleicht. Und herzlich willkommen. Wer ist ganz neu mit uns? Ich sehe auch andere Namen von unseren Kunden. Herzlich willkommen natürlich. Und ich hoffe, dass Sie auch mein Deutsch gut verstehen. Ich sehe, dass viele Leute, die sind schon auch mit Trading beschäftigt. Und wir möchten gerne einige Slides zeigen. Und natürlich auch herzlich willkommen, Alois, the Godfather of Monetwork Trading Support System. Herzlich willkommen, Alois. Wenn es klappt, dann hat sie auch hier die, man sieht die, wie heißt das, die Slides. Stimmt das? Weil ich kann nicht sehen. Also wir haben unsere Erfahrung mitgebracht von der Börse in den Jahren 90 und Alois war einige Jahre davor. Ich weiß nicht, ob Alois auch einen Crash hat verursacht in 1986 oder 87 habe. Alois war dabei, wenn die Kursen ganz runter gingen. Und Alois hat ein System entwickelt und ich möchte gerne Alois fragen, eine kleine Introduction von Alois zu machen. Bitte. Ja, herzlich willkommen beim Webinar heute Abend. Ich sollte mal meine Introduktion machen und mein Kerngeschäft, das ist Proprietary Trading und das heißt eigentlich Traden für eigene Risiko und eigene Rechnung. Ich bin kein richtiger Systementwickler, aber wenn ich älter wurde, bekam ich etwas Probleme mit meiner Konzentration und ich wurde etwas weniger genau mit meiner Timing. Und deshalb habe ich versucht, ein System zu bauen in Zusammenarbeit mit meinem Programmierer, das angibt, wie ungefähr ich denke, dass man am besten traden kann. Ich bin in 1986 angefangen als Market Maker, Floor Trader auf der Optionsbörse in Amsterdam. Und in de 90er jaren ben ik directeur geworden van een handelshuis met 6 traders. En dat heb ik in een jaar uitgebouwd naar 27 handler. Waarvan die helft day trader waren, die andere helft options handler. Also market maker. Want het was in die tijd dat day trading eigenlijk uit de USA hierheen kwam. Ja, das war etwas ganz Neues und das, ja, ich fand das sehr interessant und habe ich mich da gleich in versucht zu spezialisieren. Ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht für Händler, ja, denn es gab natürlich noch nichts hier in Europa über Daytrading. Also man sollte alles selber machen. In der Zeit habe ich mehr als 40 Jahre praktische Erfahrung mit Derivaten. Und auch ich habe natürlich besonders am Anfang auch meine Probleme gehabt, auch große Verluste gemacht. Und so sind wir alle natürlich fast angefangen. Aber was immer wichtig ist, das ist, dass man weiß, wie viel Risiko man hat.
Das soll man immer wissen und dann weiß man, ja, möchte ich das haben, das Risiko, oder ist es zu viel, oder kann es vielleicht weniger werden? Das ist immer, was ich immer gut nachweise, sorge dafür, dass deine Risiko nicht zu groß sind. Und dann kann man überleben, auch in schlechtere Zeiten. Ja, und wie viel von euch ist auch mit Daytrading beschäftigt? Oder ist es mehr langfristig? Oder beide kann natürlich auch. Und wenn sie auch handeln, was sind die Fallstricke von ihnen? Ist das zum Beispiel nicht gut Timing machen oder zu lange sitzen bleiben mit Verlusten? Alles kann sein. Und heute möchten wir gerne ihr zeigen, wie das geht mit dem Crypto-Market. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, um Kryptos zu handeln. Und dann möchten wir auch einigen zu zeigen. Also, danke schön für die Introduktion. Und du hast auch aufgetreten in World of Trading und ein Interview gemacht, einige Jahre her. Und letzte Zeit, einige Wochen her, war ich in. Mit Expert auch in Frankfurt und da habe ich auch Florian gesehen und das Team. Und es war sehr toll und auch einige Kunden waren da von uns und ich war ja, sehr stolz darauf, da dabei zu sein. Also am 4. November sind wir auch im Beleggungsfair in Amsterdam. Und ich weiß nicht, bist du auch da bei Florian heutzutage oder nicht? Nein, auf der Beleggungsfair bin ich leider nicht dabei. Ah, nein, okay, dein holländischsprachiger Kollege, ne, denke ich. Ja. Genau, der Aras auf jeden Fall. Ja, Rauschi hat gesagt, Signale sehen, wann notfalls rechtzeitig Trade beenden, also wenn zu beenden mit Verlust und mit Profit. Sehr gut, das ist für Alois in seinem Verhalten. Und also wir sind dabei im 4. November. Es gibt auch Tickets umsonst via FX Flat. Also möchtet ihr in Amsterdam sein, dann können Sie das machen via FX Flat. Und wir haben zwei Präsentations zu machen in dem Morgen und in dem Mittag. Und das ist sehr gut. Morgen gehe ich nach Dubai wieder, um zu sprechen, Samstag und nächste Woche. Und ich habe auch Buche geschrieben in auf Holländisch, 7000 Bücher habe ich mit Jelle Peters verkauft seit November und wir haben auch eine englische Version, das war ich letztes vergessen in Frankfurt und das ist auch sehr cool. Also wenn ihr Interesse habt, kann man sehen, das sind eine, ja, in kurz, was wir machen. Wir haben auch selbst Praktikerfahrung, wir handeln selber auch mit dem MTW-System. Und wir haben auch einmal pro Woche in der Morgen 9 Uhr in Holländisch haben wir Live-Trading gestern gemacht für das erste Mal. Und einige von euch waren dabei und vielleicht können sie auch zeigen, ob es gut war oder nicht. Sehr wertvoll. Aber es ist sehr wichtig, um das in der Praxis zu machen und üben. Weil Trading ist oder sieht sehr einfach aus, aber ist nicht einfach. Und man muss ein sehr gutes System haben. Und ein System, was ich denke auch, Luis, dass du gelungen hast, um so kurz möglich in den Markt zu sein, an einem guten Zeitstipp und auch auszusteigen mit kurzen Gewinnen und kurzen Verlusten. Und das ist auch der Trick. Keep the losses short. Ich habe sehr viele Trader gesehen, auch im Verleden, dass die haben die Verluste viel zu lange laufen lassen und haben sehr kleine Gewinne und große Verluste. Das ist nicht gut. Nicht natürlich, dass unser System immer gute Signale hat. Das ist natürlich auch sehr wichtig zu verstehen, dass Markt ist ein Markt, aber die Momentum, das ist sehr einfach. Das ist sehr wichtig. Und Alois, das ist dein Spruch auch. Erfolg ist kein Hokuspokus, sondern Fokus und konsequent handeln. Ne? Das ist korrekt. Ne? Ja, das stimmt.
Auf Expert haben Sie auch Kunden angerufen für Alois. Nicht Hokus Pokus, sondern Focus Focus. Sehr gut. Also, was sehr gut ist, bei Expert gibt es sehr viele Produkte mit einem Hebel. Die Hebel ist 1 zu 2 mit Kryptos. Und das ist ein Chart mit Alois System und mit sehr klaren Verkauf- und Kaufmomenten mit Pfeilen. Also unten gibt es grün, dann muss man mit einer Kaufbrille sehen. Und wenn es nach unten geht, wenn es orange ist hier und auch rot unten ohne Punkten, dann muss man nach unten gehen mit Verkauforders und dann muss man mit einer Brille von Verkaufenden sehen. Also weshalb Daytraden? Ich war jetzt auch einen Abend davor in Frankfurt, war ich da und ich habe die Welt gelesen. Und am ersten ist die Inflation in Deutschland so hoch wie zuletzt in 1951. Erstmal zweistellig Inflationsrate in Deutschland 10%. Ja, ich denke, in Holland war September 17%. Hè? Das war sehr hohe ja, die Inflation, auch Energiepreise durch das Dach. Also, was ist für euch die Möglichkeit, um ja, die Inflation beizubehalten, um das gut zu machen? Und kann man das auch ja, beahmen, dass in der Tat die Inflation, das ist natürlich nicht gut, dass man auch etwas braucht. Also, das gibt Ergebnisse. Luis hat das beigehalten bis hier. Das sind um Beispiel bis 8 Juli. Und man sieht auch die Punkte, die habe ich beigearbeitet in den nächsten Sheet. Und dann sieht man auch, dass die Hit-Ratio, ich bekomme sehr viele Fragen, ja, was ist Hit-Ratio? Also wie viel von 100 Trades sind gut? Also 75 ist 75 von 100 Trades sind gut und 25 nicht gut. Aber mehr wichtig ist die Profitfaktor. Wenn die sehr hoch ist und es ist ungefähr 4 ist Maximum, also die Gewinnen, der Gewinn geteilt durch Verlust heißt 4 Punkt 2 ist 4,2 Gewinn am 1 Euro Verlust. Das ist sehr wichtig, aber das ist natürlich nicht immer so. Man gibt es auch 1,7 oder 2, aber wenn es unter 1 ist, dann heißt das, dass die Verluste größer sind als die Gewinne. Aber grosso modo sieht man hier auch, dass es sehr wichtig ist, um konsequent zu handeln. Und nicht so weit zu sehen mit der Trade an sich, dass die Trades einzige Trades sind, aber eine Serie von Trades. Und hast du vielleicht etwas anzuzufügen, Luis, an diese Sheet? Ja, da, genau was du sagst. Ich finde auch de Profitfaktor wichtiger dan die Hit-Ratio. Zufälligerweise habe ich das heute Nachmittag mit Tesla auch wieder gesehen. Früher hatte ich Händler auf der Börse, die hatten einen Hit-Ratio von 47, 48%. Und trotzdem verdienten die gut Geld, machten die gut Money. Denn der Profitfaktor ist eigentlich im Grunde genommen wichtiger, denn der soll mindestens 1 sein. Hè? Und dann ist es 0 eigentlich der Gewinn und 0 Verlust. Ja, das stimmt. Und ich habe die Grafiken beigearbeitet. Und das ist hier zum Beispiel, das sind die Tagesgrafiken. Ein Tag ist in den Punkten. Und man sieht auch, dass die unterste Linie, das ist der Euro-Dollar. Und man sieht es gleichmäßig. Nicht große in der Tag ist nur 1,5 Stunden arbeiten, traden. Und man sieht auch, jetzt sind die Punkte sind 13,80. Und in der wie heißt das? Das ist die blaue, das ist Nasdaq 2282. Und die DAX ja, das ist noch immer die beste Index in meiner Opinion. Man sieht ja auch weniger ja, Verluste. Also das ist nur möglich mit diszipliniert sein
Von 9 Uhr bis halb 11 handeln wir und das sind Punkte von 3274. Also das ist sehr gut und letztes Jahr war das in 2021 2500 Punkte, 2514. Und wenn man zum Beispiel ein DAX handelt, dann ist das 2514 Euro. Aber handelt man 10 CFDs, dann ist das 25.140. Aber man kann das immer mit den Contract Size spielen. Man kann größer handeln und niedriger handeln. Also das ist abhängig von der Trader, wie viel Risiko du laufen möchtest. Eine Frage ist von Michael. Dankeschön für die Frage. Muss man euer System bei Forex, CFDs, Aktien, Futures etwas anpassen? Wenn ja, auf welche Werte? Grüß Michael. Okay, das werden wir illustrieren am Ende von gedurende dieser Session. Ich möchte gerne die Grafiken an Alois zeigen. Also, das geht hier um, dass man die Trend folgen muss und nicht dagegen treten. Also, ja, man muss natürlich Risiko machen. Das kann nicht anders. Und ich habe für ihr auch etwas, ein Buch. Ich habe einen QR-Code und auch einen Link später für ein Buch über Handel. Das hat Alois geschrieben, haben wir übersetzt auf Englisch. Nun muss ich die Schirm zeigen an den Präsenter. Das ist Alois. Bitte Alois. Also auch für ihr, wir gehen erklären, wie das System ja, handelt, wie das geht. Und auch einige Märkte zeigen. Und wenn sie auch einen Markt hat, kann sie das zeigen. Ich sehe Grafiken, Alois. Ja, oké, okay, in Ordnung. Nou, dan vangen we aan. Hier, wat ze hier zien, dat is de Bitcoin. Hè. Dennis zal het heute Abend over crypto's gehen. Maar dat is eigenlijk het schöne van dat systeem. Het maakt geen Unterschied, entweder man Bitcoins handelt, de DAX handelt of de Euro-Dollar. Waarom het zich handelt, is man braucht nur Volatiliteit. Und am liebsten natürlich auch viel Umsatz in einem Produkt, denn wenn desto größer der Umsatz ist, desto enger ist der Spread. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Na, ich fange mal an hier mit rechts unten. Ich soll das etwas größer machen für Sie. So. Hier sehen Sie zum Beispiel, das ist die Bitcoin. Und ja, vorher soll ich mal hier zeigen, wenn Sie als Daytrader handeln, eine professionelle Daytrader, die arbeitet nie mit Trendlinien, nur mit horizontalen Linien. Denn man sieht sehr oft, dass Linien, horizontale Levels, dass die zurückkommen oder Unterstützung sein oder Widerstand sein. Zum Beispiel hier sehen Sie, hier gibt es eine, die kann man jetzt etwas weitermachen hier. Und dann ist es ganz einfach, wenn Sie hier einen Boden haben, dann können Sie die Linie schon hier etwas ziehen. Und dann auf einmal haben Sie hier einen Topf, hier haben Sie noch einen und hier noch einen und dann können Sie hier auch einen machen. Es gibt natürlich nie eine Garantie. Aber man sieht, man bekommt so mehr, man ist mehr einverstanden mit was die Markt möchte machen und was man will. Man sieht hier, das war eigentlich ein falscher Ausbruch. Und wenn es wieder dann zurückkommt, dann geht man hier runter, kann man hier short gehen. Genauso hier weer, man sieht einen Ausbruch hier. Hier kann man auch sehr gut mitgehen mit der Markt. Hier genau das Gleiche. Ja, und Sie sehen hier, jetzt im Moment, dieser Boden hier, das ist ab Juni dieses Jahr, das ist noch immer Unterstützung in der Bitcoin. Ja, und wie lange das dauert, ich weiß es nicht. Wenn ich das wusste, dann wäre es ganz einfach. Ja, aber dann kann man hier zum Beispiel eine horizontale Linie ziehen und man macht hier Widerstand. Und dann weiß man, in der Zeit, dass es hier ist, kann man besser eigentlich nicht traden, denn das ist sehr schwierig, denn das kann hier
jedes Moment hochgehen oder nach unten. Und wir versuchen immer, das Risiko so klein wie möglich zu halten. Was wir hier haben, hier, ich habe das hier, soll ich mal, einen Moment. Sie sehen hier einige, ja, das ist eigentlich hier nicht so wichtig bei der Bitcoin, aber wenn zum Beispiel bei der DAX oder in der Forex, dann sieht man hier die Pivot Points. Und die Pivot Points, da gibt es Resistance Levels und Support Levels. 1, 2 und 3 Resistance und Support 1, 2 und 3. Was wir da auch noch dazu gemacht haben, das ist die Daily Open. Die Yesterday Low, die Yesterday High. Sie sehen, das ist hier in de Bitcoin ist das nicht so ganz wichtig. Man soll hier mehr achten auf die wirkliche hier Unterstützung. Und zum Beispiel hier das erste Widerstand. Sehen Sie, so. Und wenn es hier ausbricht, dann kann man natürlich mitgehen. Und dann weiß man, okay, vielleicht wird das das nächste Widerstand. Geht es hier weiter, dann gibt es hier wieder Widerstand. Und so sieht man, dass der Markt auch das immer eigentlich in Teilen macht. Es geht ganz selten auf einmal ganz hoch. In de Bitcoin weiß man es natürlich nie, denn ab und zu gibt es sehr starke Bewegungen in de Bitcoin. Das ist etwas anders als zum Beispiel in de DAX. Obwohl, was wir heute Nachmittag gesehen haben in de DAX, da war ich auch sehr erstaunt. Nicht, weil es so weit runtergegangen ist, aber dass es jetzt höher steht dan vor der Anfang von heute. Das hat mich erstaunt, dass der Markt so stark ist im Moment. Das kann natürlich bedeuten, man sieht das auch hier in der, zeige ich es hier mal. Man sieht es auch hier in de Bitcoin. Und das hat mich auch erstaunt, dass de Bitcoin so eigentlich gleich mitgeht mit de Aktienmarkt. Ja, ich weiß nicht warum, aber es macht es. Man sieht es auch hier, das war um 2:30 ist es ganz runtergegangen. Und jetzt stehen wir hier. Stehen wir eigentlich gleich. Auf dem, wo wir angefangen waren um 2:30 heute Nachmittag. Was sehr wichtig ist als Daytrader, dass sie immer suchen nach einem Top und einem Boden. Das ist, was die Profis eigentlich warten. Wenn es einen Boden gibt, dann sieht man sehr oft, dass man hier, dass es eine schnellere Bewegung gibt nach oben. Das gleiche gilt natürlich, wenn man hier einen Topf hat. Hier geht es runter, hier kommt es wieder zurück, gibt es noch einen Topf, das ist ein Doppeltop. Das ist auch die technische Analyse, ist das auch ein Signal, dass der Markt wahrscheinlich nicht weiter hoch geht und dass man eigentlich mehr an Short denken soll, also verkaufen. Nou, man sieht das hier auch, hier ist es weiter runtergegangen. Das ist auch, was das letzte Jahr eigentlich sich auch geändert hat in de Bitcoin, in de Kryptos. Man sieht, dass die technische Analyse, die kann man jetzt auch gut verwenden in de Bitcoin. Warum versuchen wir hier so schnell wie möglich reinzugehen? Das System, ich erkläre das später noch auf die andere Grafik. Aber wenn das System hier es zeigt, dass der Trend von unten nach oben sich gedreht hat, dann versuchen wir so schnell wie möglich reinzugehen. Denn was wir 100% sicher wissen, ist, es gibt ab und zu einen Boden und es gibt ab und zu auch einen Topf. Aber was wir nicht wissen, ist, wenn das kommt, wenn hier ein Topf, dies hätte ein Topf sein können, und hier ist es jetzt der Topf geworden. Genauso, wenn es runtergeht, man weiß auch nie, wo der Boden ist. Natürlich, es gab hier auch Unterstützung,
Und dann ist dann natürlich gibt es eine große Chance, dass es hier auch Unterstützung gibt. Aber das ist natürlich nicht immer so. Denn hier sehen Sie zum Beispiel hier Unterstützung und trotzdem geht es hier weiter runter. Und deshalb soll man so schnell wie möglich hier long gehen und in so einer Situation short gehen. Denn wenn man wartet, bis man zu viel Sicherheit hat, dann ist man oft eigentlich zu spät. Dann geht man vielleicht hier rein, okay, das wäre hier noch gar nicht so schlecht gewesen, aber manchmal sieht man dann hier, wenn Leute hier reingehen, dann geht es hier etwas wieder zurück. Und das ist, was Sie vielleicht alle kennen, dass man sagt, ja, okay, wenn ich kaufe, dann geht es immer runter. Und das ist eigentlich ein Problem von Timing. Und deshalb soll man versuchen, so schnell wie möglich long zu gehen hier und hier an der Oberseite so schnell wie möglich short zu gehen. Dann hat man weniger Risiko. Denn dann kann man hier zum Beispiel, das mache ich immer, ich mache dann hier ein Trade, ich warte hier ab, bis ich wieder sehe, dass es wieder hoch geht und dann mache ich noch ein Trade. Das ist besser, denn Daytraden ist eigentlich das Sammeln von kleinen Gewinnen. Das ist das richtige Daytraden. Und speziell Scalpen, das ist dann eigentlich noch aggressiver. Das ist das auch. Aber Daytraden ist nicht in de morgen hier etwas kaufen und am Ende der Tag hier etwas verkaufen. Ja, das wäre natürlich schon schön, wenn es so einfach wäre. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Ich sage immer, es gibt in dieser Welt kein Geld umsonst. Nou, dan zal ik, gehen wir jetzt hier nach einer 5-Minuten-Grafik. Ik vind persoonlijk deze 1-Stunde-Grafik, ja, kan ik nog maar erzählen, vind ik zeer goed voor Bitcoin. Denn dat is natuurlijk een Unterschied, dat de Bitcoin-Markt, die beweegt ganz verschieden, zum Beispiel van de DAX. En dat zal man goed wissen. Deshalb sage ich auch immer, wenn Leute anfangen, spezialisieren dich auf ein oder zwei Märkte, damit man weiß, wie das arbeitet. Und hier sehen Sie diese Moving Average, die haben wir selber gemacht. Das nennen wir die PMA, Proprietary Moving Average. Und wenn das orange ist, dann zeigt das, dass das Momentum nach unten geht. Und wenn es blau wird, dann zeigt das, dass das Momentum hoch geht. Genau mit den Pfeilen. Und die Pfeile, die sind eigentlich dafür, um zu sagen, okay, jetzt kannst du einsteigen. 100% Garantie hat man natürlich nie. Das gibt es nicht in dieses Geschäft. Aber man soll immer versuchen, die Risiken so klein wie möglich zu halten. Zum Beispiel, ich kann das eigentlich auch hier ganz gut demonstrieren. Hier unten haben wir einen Indikator. Ja, und das ist etwas eine geänderte MACD, haben wir auch selber hier gemacht. Sie sehen hier die Nulllinie. Wenn das hier rot ist, dann handeln Sie short. Wenn das grün ist, handeln Sie long. Und wenn es hier von solche grüne Knöpfe gibt, oder rote Knöpfe hier, das heißt, dass Sie nicht handeln sollen. Denn das hier zum Beispiel, wenn es grün ist, das zeigt, dass das Momentum nach unten abnimmt. Das kann man nicht immer hier, so wie hier, kann man das nicht sehen in der Grafik. Aber zum Beispiel dieses Signal hier, Sie sehen hier ein orangen Signal, die PMA war hier auch noch orangen. Und Sie sehen dann hier, das gibt es einen grünen Punkt. Und der sagt, nein, so ein Trade sollst du nicht machen. Es gibt zu viel Risiko. Genau mit dieser. Nou, diese war noch nicht so. Aber hier ist das kein Problem, denn wir legen unsere Order immer etwas unter der Low von einer Kerzen. Und wenn der Markt sich dann dreht, dann sehen wir hier zum Beispiel hier an das Blaue, dass der Markt sich gedreht hat. Und dann bekommen wir hier das erste Signal. Und dann sehen wir unten, dass es auch noch immer unter der Nulllinie ist und wir haben einen grünen Punkt.
auch der soll man nicht nehmen. Das ist sehr wichtig, dass man sehr konsequent treten soll. Dann gibt es hier das nächste Signal und der wird bestätigt hier unten. Und das ist natürlich, dann soll man handeln. Ich zeige später, wie das geht mit das System, das Handeln. Und so geht man weiter. Und dann geht man weiter bis hier zum Beispiel. Na, dann haben wir hier zum Beispiel, haben wir wieder ein Weissignal. Aber wird auch wieder nicht bestätigt hier unten im Indikator. Hier gibt es den nächsten und der wird bestätigt. Und so geht man weiter. Aber was ich persönlich finde, ist, dass dieser Indikator hier auf einer Stunde Grafik, denn dies ist eine Stunde Grafik, sehr gut funktioniert. Normalerweise, wir haben verschiedene Kunden, die mit 5 Minuten handeln oder 15 Minuten, aber dann präferiere ich eigentlich 5 Minuten. Und da ist eigentlich genau das gleiche, die gleiche Geschichte. Hier sehen Sie zum Beispiel auch, ja, ich kann vielleicht besser etwas zurückschieben, denn weil es heute Nachmittag hier so eine ganz große Bewegung gegeben hat, ist natürlich die Einstellung der Grafik, hat sich etwas geändert. So jetzt. Hier sieht man eigentlich das Gleiche auf de 5 Minuten. Und das ist natürlich für ganz kurz in der Markt, kann man das sehr gut verwenden. Hier gibt es auch verschiedene Signale. Die werden hier unten, hier zum Beispiel diese und diese, die werden nicht bestätigt unten, sehen Sie dat? Sehen Sie das hier? Der Indikator ist hier noch oben der Nulllinie und es gibt auch rote Punkte. Und rote Punkte, das heißt, dass das Momentum nach oben abnimmt. Also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, gibt es hier noch eine mit einem rote, ja, hier zum Beispiel, hier gibt es ein Long-Signal mit einem roten Punkt, die soll man auch nicht nehmen. Denn das zeigt, dass das Momentum nach oben abnimmt. Und so geht es weiter hier. Und hier sehen Sie genau wieder das Gleiche hier unten. Hier kommt es wieder zurück. Nou, hier sieht man es auch in der Grafik, dass der Markt etwas zurückkommt. Und dann wird, das ist natürlich etwas einfacher. Aber was hier zum Beispiel, was man sieht, es bleibt unter die Nulllinie. Das ist für mich sehr wichtig. Wenn es unter die Nulllinie bleibt, dann weiß ich fast immer, dass es wieder nach unten gehen kann. Es kommt hier etwas, ein wenig hier über der Nulllinie. Aber es geht auch wieder gleich nach unten. Und dann gibt es hier wieder zum Beispiel ein Sell-Signal, der wird hier bestätigt und hier geht es weiter runter. Ja, so wie heute Nachmittag, wenn man weiß, und das soll man immer natürlich beachten, ob es wichtige Information gibt über den Markt. Das war heute Nachmittag der CPI, de Consumer Price Index in Amerika. Daar zal man zeer voorzichtig zijn. Man zag ook dat de eerste reactie war ganz nach unten. Maar nachher ja, had man waarschijnlijk gedacht, ja, so schlecht is het nog immer niet. Ik vermute dat es im Moment Anleger gibt, die erwarten dat de markt vielleicht ein Boden machen ist oder ganz nah an der Boden der Markt ist. Aber sicher weiß man das natürlich nie. Ich bin so glücklich, dass ich das nicht, ich brauche nicht darüber nachzudenken. Ich handle nur auf der Grafik. Und denn ich sage immer, der Markt hat es richtig. Nur der Markt weiß, was er will. Sie wissen es nicht, ich weiß es nicht. Und deshalb muss man bei Daytrading nur nach der Grafik schauen. Und dann sieht man auch wieder hier,
Man kann dann besser, wenn so etwas passiert, kann man natürlich besser das erste Viertelstunde, halbe Stunde nicht handeln. Es hängt davon ab, wie es hier geht. Hier hätte man vielleicht noch etwas verdienen können, aber dann kann man froh sein, weil es kann, wenn man Break-Even hier rauskommt. Hier sehen Sie schon, diese wird nicht bestätigt unten im Indikator. Und dann gibt es hier nichts. Und dann gibt es hier noch ein Short-Signal. Nou, die nehmen Sie nicht, die wird auch nicht bestätigt. Hier gibt es ein Long-Signal, wird auch nicht bestätigt unten im Indikator. Und hier diese wird bestätigt. Ja, und dann hätte man hier wieder, nou, das ist von da nach das, das ist ja, $500 in der Bitcoin. Und das ist natürlich für einen Daytrader, sind das sehr schöne Bewegungen. Jetzt sehen wir hier genau an der Grafik, kann man sagen, okay, vielleicht ist das eine Situation, dass der Markt vielleicht weiter hoch geht. Das weiß man nicht. Dann soll es natürlich zuerst hier ausbrechen. Hier sollte ein Ausbruch kommen oder hier an der Unterseite nach unten. Nou, wenn es so ein Trading Range gibt, kann man am besten nichts machen. Das kostet immer Geld. Wenn man hier kauft, dann hat man hier wahrscheinlich weer ausgestoppt. Wenn man hier kauft, wenn man hier gekauft hätte, ja, dann wäre es vielleicht gut sein. Aber man kann besser warten, bis der ausbricht und dann mitgehen mit dem Markt. Hier, aber im Moment sehen Sie, es geht hier noch immer etwas höher. Aber der Indikator, der zeigt, dass das Aufwärtsmomentum abnimmt. Und deshalb können Sie am besten jetzt nichts machen. Ja, warten Sie mal. Und das ist natürlich auch, das gehört dazu. Man soll sehr viel Geduld haben bei Traden. Man muss warten, bis die Situation so ist, dass man am wenigsten Risiko hat. Hier haben wir rechts das Order Management. BM, das heißt Buy Market. Und SM, das heißt Sell Market. Das heißt, dass Sie kaufen und verkaufen hier auf der aktuelle Preis. Ja, das sind Live-Preise. Ja, und es gibt ein Spread von ungefähr 35, 40 Dollar hier in der Bitcoin. Ja, damit müssen Sie natürlich rechnen. Und es gibt hier ein BS, das ist ein Buy Stop. Ich soll das gleich zeigen. Und SS ist ein Sell Stop. Und dann legt man ein Order unter dem Markt oder mit einem Buy Stop über dem Markt. Mit Stop können Sie auf jedem Moment, dass Sie wollen, ein Order cancelen oder Ihr Gewinn nehmen. Und mit SL Grün und SL Rot kunnen ze den stop los ändern. Ja, dat kan man ook manuell machen, maar dat kan man ook met deze knöpfen machen. Hier in deze window kunnen ze einstellen wie ze dat möchten hebben. Ik heb hier een take profit af 10.000 en dat sollte man door 10 teilen. Ja, dat had te maken met de software. Stop los van 500. Stoproom van 100 punten. En hier kunnen ze ihre lot size einfügen. Dat is hier een hundertste. Ze kunnen dat machen, wie ze dat zelf möchten. En wenn ze een percentage hanteren, dat is eigenlijk nur voor de Forex-markt. Wenn ze hier zum Beispiel 0,5 einführen, dan heißt dat dat das System berechnet, wie groß Ihre Position sein soll, damit, wenn sie ausgestoppt wird, dass Ihr Verlust nicht größer ist als ein halbes Prozent von Ihr Konto. Aber das ist nur für den Forex-Markt. Das soll hier auf 0,0 stehen. Nou, ik zeg je nu jetzt mal, wie dat geht hier met die markten. Zum Beispiel, es gibt natuurlijk veel Raum, auch an der Oberseite, man kann das machen.
Nou, ich fange mal an mit BS. Wir haben kein Signal, aber wir haben auch nicht die Zeit, um darauf zu warten. Ich sage hier BS, habe ich geklickt und Sie sehen, die grüne Linie, das ist das, wo wir in den Markt reingehen. Hier unten, die rote Linie, das ist der Stop-Loss. Ich soll das mal, wenn ich zum Beispiel nicht ganz genau weiß, ob ich hier rein will, dann mache ich ab und zu auch dasselbe, dann lege ich etwas weiter und dann kann ich es später wieder zurücklegen. Und hier oben sehen Sie, das ist der Target Profit. Denn das heißt, dass wenn man mit einem Klick, kommen drei Order zugleich in den Markt. Die Entry, Stop Loss und Target Profit. Und man soll natürlich immer beobachten, dass wenn Sie hier reingehen, dass Sie mit der Spread von 35 zum Beispiel, brauchen Sie natürlich zuerst 35 Dollar Gewinn, um den Spread gut zu machen. Wenn ich hier auf Stop klicke, dann ist es verschwunden. Dann geht es weiter. Vielleicht kann ich das am besten etwas irgendwo anders machen. Nou, ich kann hier zum Beispiel ein Buy Market machen. Sehen Sie jetzt, sagen Sie, wir angefangen mit minus 35 hier. Das ist der Spread von der Broker. Ja, und damit fängt man immer an. Denn wenn das hier grün ist, dann ist es auch in Geld ein Gewinn. Wenn es hier rot ist, ist es in Geld ein Verlust. Ja, das ist ganz einfach. Und was Sie hier sehen, das ist nicht ein Verlust von 40 oder 45 Euro oder Dollar. Nein, das sind die Punkte hier eigentlich. Und hier ist ein Dollar ein Punkt. Nou, Sie sehen das hier, dass es bewegt. Ja, das ist natürlich. Und das ist auch, weil ich immer etwas Abstand behalte, wenn ich ein Order einfüge. Von der Kerze. Ich mache das nie auf der Close, immer auf der High oder auf der Low für ein Short Trade. Jetzt, wenn wir in der Markt sind, so wie jetzt hier, das, was man sagt, das ist ein Working Order, können wir hier der Stop Loss, die können Sie mit diesem Knopf ändern. Ja, das ist hier etwas schwieriger, ich mache es hier mal manuell. Sie können das ganz einfach so verschieben. Und dann weiß man, dass wenn der Markt runtergeht, wird man hier ausgestoppt. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man ein sehr gutes Money Management hat und Risikomanagement. Nou, hoffentlich geht es noch etwas höher. Wir wissen es nicht. Wenn wir das wussten, für 100%, dann hätte man jetzt mit 100.000 Euro den Markt reingehen können. Man sieht das hier auch, die Order, ich soll das mal so machen. Hier sehen Sie die Order auch. Hier liegt er, das rote hier. Hier in der eine Stunde liegt er auch. Hier sind wir reingegangen. Das ist genau das gleiche wie hier auf de 5 Minuten. Nou, jetzt geht es hoog, sehen Sie, dann wird es hier weniger. Und wenn die unterste Linie hier auf das Einstiegpunkt kommt, dann ist es ungefähr 0. Es hat keinen Zweck, um jetzt noch lange zu warten. Wir können besser etwas anders zeigen. Ich klicke auf Stop. Und dann bin ich raus. Dann sind auch alle drei Order, die sind verschwunden. Die sind geschlossen. Damit sie nie das Risiko haben, dass sie noch mit einem Order rein sitzen bleiben. Und das kann manchmal passieren, wenn man es zum Beispiel hier selber machen soll. Wenn man das hier ändert. Hier müssen sie alles selber einführen. Also das heißt eigentlich, dass man normalerweise das dreimal machen soll.
Nou ja, dat dauert natuurlijk veel te langer. Dat is für Daytrading nicht geeignet. Deshalb war das hier auch das Order Management, das haben wir auch sehr früh schon entwickelt. Und das ist sehr beliebt bei unseren Kunden. Denn es macht das Traden ganz einfach. Ja, es gibt natürlich mehrere Kryptos, zum Beispiel Ethereum. Hier sehen Sie Ethereum. Und Sie sehen auch, es sieht ungefähr ähnlich aus. Und das ist das Schöne eigentlich von das System. Denn es macht keinen Unterschied zwischen Bitcoin, Ethereum, Euro, Dollar oder DAX. Man braucht nur Volatilität, Bewegung. Das ist, was wir brauchen für Daytrading. Und eigentlich, wenn man das mit das System arbeiten kann, dann kann man das eigentlich mit jedem Produkt, das man traden will, kann man das machen. Es ist auch einfach, um zum Beispiel hier ein Overview zu machen. Das sind alle 4-Stunden-Grafiken. Hier habe ich links oben, das ist Bitcoin. Hier der Ripple. Das ist Dash. Das ist Cardano. Und das hier ist Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Dolkapot. Und so sieht man auf ein ganz schnell kann man sehen, welche am besten vielleicht zu traden ist oder was die alle machen, was die jetzt machen. Nou, hier sieht man schon das Unterschied zwischen Bitcoin und Ripple. Das ist ein Moment. So sind die beide gleich. Hier ab 16. August dieses Jahr. Hier auch. Und da sehen Sie zum Beispiel, dass der Bitcoin eigentlich nicht mehr hochgekommen ist. Vielleicht ist das hier das Anfang, aber das wissen wir natürlich jetzt nicht. Aber Sie sehen hier zum Beispiel, dass der Ripple schon eher hochgegangen war. Sehen Sie, das ist ganz einfach. Und dann sucht man hier auf der 1 Stunde oder auf der 5 Minuten, wenn man das sieht hier, sucht man nach einem Einstiegmoment, was ihr am besten gefällt. Und so kann man einen Unterschied machen und sagen, okay, jetzt wäre vielleicht das Beste, um Ripple zu traden oder ein anderes Produkt. Und das können Sie alles mit dasselbe gleiche System machen. Wenn Sie möchten, die Indikator dazu zu setzen, dann können Sie das natürlich auch machen. Es geht ganz einfach, hier einfügen. Ich habe natürlich sehr viel hier stehen. Moment, diese. Nou, Sie sind jetzt hier. Und dann. Vielleicht kann ich es besser so machen. Damit es etwas besser zu sehen für Sie. Hier sehen Sie zum Beispiel, wenn ich hier zeige, hier sehen Sie, dass es angefangen hat. Über der Nulllinie. Ja, und das war eigentlich auch das Anfang hier von dieser Bewegung. Ja, natürlich soll man immer vorsichtig sein und deshalb arbeite ich auch immer mit einem Stop-Loss. Ja, aber wenn man hier zum Beispiel reingegangen war, ja, hätte man hier Zeit, um eventuell Break-Even noch auszukommen. Das mache ich natürlich auch. Wenn ich Gewinn habe, ja, dann geht mein Stop-Loss auf einmal nach Break-Even. Und hier geht es wieder besser. Hier sehen Sie, hier kommt es etwas zurück. Nou, das ist eigentlich, was ein Händler sehen möchte. So eine Bewegung, etwas zurück und dann wieder hoch. Ja, und dann soll man mitgehen mit dem Markt. Ja, so gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir auch nochmal schnell schauen zur Dow Jones, was der macht im Moment. Na, Sie sehen,
Hier sehen Sie auch wieder, hier war das Anfang, hier das Anfang von dieser Bewegung seitwärts. Und Sie sehen hier all die roten Punkte. Das zeigt, dass das Momentum abnimmt. Sie sehen, dass es etwas ähnlich aussieht wie der Bitcoin. Das war alles heute Nachmittag. Genau in der DAX war es genauso. Hier de 5 minuten DAX. Hier sehen Sie das auch auf 15 Minuten. Hier habe ich etwas andere timeframes verwende ich hier. Hier handele ich auf de 1 minute. Hier, das können Sie hier links oben sehen. Hier een 5 minuten und hier een 15 minuten. Hier sehen Sie zum Beispiel auch die pivot points hier. En die werden berechnet van de koersen van gestern. Das ist nicht, dass man sagen kann, okay, jetzt geht es durch, dann wird das R1, da geht es hin. Aber was man sieht, ist, dass sehr viele Leute darauf reagieren. Dass die, man sieht es hier auch, hè, dass es hier Widerstand ist. Und das ist nicht, weil man sagt, okay, das ist R1, aber viele Leute denken, oké, vielleicht gibt es hier Widerstand und wenn die hier gekauft haben, long zijn, dan nemen die hier ihr Gewinn. Und das heißt eigentlich, dann bekommt man das Self-Fulfilling Prophecy. Eigentlich macht man selber sein gleich. Vielleicht, Robert, hast du auch noch etwas zu erzählen? Hallo, ja, Robert. Ich weiß nicht, wo er ist. Also er ist auf jeden Fall noch im Webinar. Ja, Robert. Hat er noch Verbindung? Scheint wohl gar nicht da zu sein. Ja, der ist noch drin. Ja, okay. Aber sein Mikrofon ist aus. Na, vielleicht möchte er, ist er etwas trinken. Kann natürlich sein. Nou, hier zijn ze nogmaals die Bitcoin. Ook die levels die hier reinstehen. Hier ook op de 1 stunde stehen, ook hier op de 5 minuten. Het gaat alles ganz automatisch. Hier zijn ze ook weer van die rote punten. Want de markt gaat niet weiter hoog. Man weiß es natürlich nie, denn das kann sich hier so ganz einfach drehen, dass es weiter hoch geht. Aber in diesem Moment zeigt es, dass das Momentum abnimmt. Hallo, Herr Robert? Er scheint nicht da zu sein. Nein. Vielleicht ein Problem bei ihm zu Hause. Kann natürlich sein, aber er ist auf jeden Fall noch verbunden. Also ja. Gibt es noch Fragen? Nee, gerade aktuell nicht. Also es sind noch keine Fragen noch reingekommen. Okay. Bis jetzt. Ja. Okay. Hast du noch einen Punkt oder bist du soweit durch, Alois? Ja, guck mal. Jetzt habe ich noch eine Frage gekriegt. Ja, ich bin weer fertig. Ich kann noch mal den DAX zeigen, wenn man das sehen möchte. Ich kann einmal kurz die Frage von Ralf vorlesen. Ja. Ist jetzt gerade reingekommen. Wie kann die kleine Liste links oben beim Handelschart lesbar stabil stehen bleiben? Also Stop-Loss gleich 100 Points, Take-Profit 100 Points, Lot-Size. Ja, und was meint ihr? Ich habe das nicht ganz gut verstanden. Ich glaube, er meint diese Liste, die du da auf hast. Ja. Ob man die fixieren kann, also fest irgendwo hinsetzen kann.
Ja, dus man braucht das eigentlich, wenn man das hier einstellt, ja, dann braucht man das eigentlich nicht ja, wie sagt man, Lades zu downloaden. Ja, das bleibt stehen. Das kann man einmal machen, ja, und dann bleibt es stehen hier. Ja, zum Beispiel, wenn ich hier einen Cell-Stop mache, ja, kann ich das machen, wenn ich Stop mache. Und wenn ich zum Beispiel sage, hier, ich ändere das. Der Stockroom, das ist der Raum, den ich nehme von der Low von der Candle, wenn ich Short gehe nach der Order oder nach bei Long gehe natürlich von der, das oberste Punkt, das Höchstpunkt. Wenn ich das zum Beispiel hier ändere, ich soll das mal, sag mal 250, dann sieht man gut das Unterschied. Jetzt liegt es hier, soeben lag es ungefähr hier, de order. Das kann man ganz einfach einstellen. Und wenn man das nicht ändert, dann bleibt das so. Das braucht man nicht jedes Mal einzustellen. Nur wenn Sie das ändern wollen, brauchen Sie das hier einzustellen. Okay. Gibt es eine Art Anleitung oder Handbuch für die ja. Tools? Es ja? gibt auch ein komplettes Manual. Das wird auch mitgeliefert. Und es ah, okay, gibt auch im Moment verschiedene Videos, die wir gemacht haben von das System, wie man damit arbeiten soll und vielleicht Probleme, die Leute haben. Es kann zum Beispiel, es kann mal passieren, dass hier rechts oben das Gesicht hier nicht ganz froh ist. Ja, jetzt sieht er froh aus. Aber wenn man darauf klickt, und man geht hier nach Standard. Ich weiß nicht, wie das passiert. Bei mir passiert das nicht. Aber es gibt einiges Mal Kunden, die sagen, ja, er lächelt nicht. Er is nicht zufrieden. Ja, wenn man dann hier abklickt, dann sieht man oft, dass es hier nicht einsteht. Und wenn man das hier anklickt, dann ist das wieder in Ordnung. Jetzt kann man wieder einen Order machen oder nicht. Okay, perfekt. Gut, das sind jetzt die Fragen gewesen, die noch reingekommen sind. Okay, Jan-Robert scheint nicht mehr da zu sein, aber gut, ja, wir haben auch fast 19 Uhr. Ne? Ja. Hast du noch irgendwas? Nein, ich habe eigentlich nicht mehr, es gab noch etwas mit der PowerPoint, aber die habe ich leider nicht hier, die hat Jan-Robert. Okay. Er ist aber auf jeden Fall nicht da. ja, okay. Ja, dann. Ich denke, dass wir dann soweit sind. Wenn es noch Fragen gibt oder vielleicht andere Produkte, wenn die Leute noch andere Produkte sehen möchten, ist kein Problem. Fragen Sie ruhig, kein Problem. Okay. Also ist jetzt keine Frage mehr reingekommen in den letzten Minuten. Okay. Okay, gut. Ich würde dann jetzt auch sagen, wir haben jetzt eine Stunde rum. Ja. Jan-Robert scheint nicht da zu sein. Dann gut, dann würde ich Danke sagen, Alois, fürs ja, Webinar. Okay. Natürlich auch Danke an Jan-Robert. Wenn er die Aufzeichnung sieht, kriegt er das dann mit, dass ich mich auch bei ihm bedankt habe. Von daher sage ich natürlich auch Danke an die Teilnehmer, dass sie dabei waren. Und ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Termin wieder dabei. Der nächste Termin wäre am 10. November. Ja, und Robert ist wieder da. Ja. Genau, da wäre nochmal ein Webinar mit euch beiden zusammen. Auch wieder um 18 Uhr. Na, und von daher dann auch nochmal, Jan-Robert, danke an dich. Ja, ich habe noch ich habe gesehen, dass ein PDF, die habe ich in die in den Link gemacht, das ist die genau. Form, dann kann man das anfragen und auch wenn Sie Interesse hat in das System, dann können Sie das auch mit uns vereinbaren, eine Abrechnung machen. Okay, alles klar. Ja? Gut, dann würde ich sagen, danke euch, danke an die Teilnehmer und dann hören wir uns am 10. November wieder. Bis dahin. Okay, danke schön. Okay. Genau, da habe ich es. Tschüss.